Willkommen, willkommen, meine Lieben. Wir sind zurück im Cooking Simulator am Tag 4. Und für den Tag 4 werden wir uns jetzt hier noch, wie ihr seht, haben wir hier 10 Minuten 45 noch Zeit für verschiedene Gerichte, die wir uns jetzt hier anpinnen können, um sie vorzubereiten. Das heißt, ich bereite uns das mal vor, weil die Tomatensuppe und den Borscht haben wir noch. Genau. So, und dann erscheinen die hier nämlich auf dem Bildschirm. Genau. So, das heißt, wir nehmen uns hier noch einen Teller, holen uns mit diesem Teller hier noch eine Zitrone, schneiden uns diese Zitrone in 4 schöne saubere Hälften. So, dieses Mal an diesem Tag werde ich die Zitronenviertel so behalten, wie sie sind, so dass diese Zitrone als Ganzes eine Einheit bleibt, weil wir ja am anderen Tag festgestellt haben, dass er wegen der Menge der Zitrone gemeckert hat, obwohl es 4 Scheiben war. So, das heißt, wir gehen hierher und holen uns hier noch 6 Gramm, 1, 2, 3 mal 2 sind 6 Gramm Petersilie raus. So, die stellen wir hier hin. Das gleiche machen wir für diese Zitrone. Einmal, zweimal, dreimal. So. Dann holen wir uns hier gleich mal einen großen Teller. Holen uns hier... Ey, lass die Tür offen. Eine und noch eine Forelle raus. Stellen uns die hier hin, machen uns das Forellenrezept an und sagen, passt auf, wir machen das wieder so, und sagen schwarzer Pfeffer, 5 Gramm, so, wir stellen auf 5 Gramm, einmal 5 Gramm, so, eher nicht dahin schmeißen, so, und einmal diese Forelle mit 5 Gramm, so, dann 5 Gramm Dill. Und wie ihr jetzt unten sehen könnt, unten rechts, das war beim letzten Mal von meiner Kamera verdeckt. Die habe ich jetzt aber in die andere Richtung geschoben, damit ihr das seht. Weil die tägliche Quest-Einblendung da unten, die ist nicht ganz so wichtig, finde ich. Da soll ich eine perfekte Temperaturanzahl erstellen. Ein Gericht mit einer perfekten Temperatur. Das werden wir doch hoffentlich irgendwie hinkriegen. So, jetzt habe ich hier 2 Forellen mit 5 Gramm Thymian, 5 Gramm Pfeffer und 5 Gramm Dill. Hier habe ich die zweite Forelle, 5 Gramm Pfeffer, 5 Gramm Dill, 5 Gramm Thymian. Ich schnapp mir den Teller, ich packe die Forellen auf den Teller, stelle diese vorbereiteten Forellen hier drüben hin. So, dann sind die schon mal vorbereitet. Und dann gucken wir, dann bereiten wir uns mal noch Lachsfilet vor. So, ein Lachsfilet hierhin und ein Lachsfilet hier drüben hin. So, da will er 5 Gramm Salz und 5 Gramm schwarzen Pfeffer. Also wieder, wie gerade eben auch, einmal 5 Gramm hier drauf, einmal 5 Gramm hier drauf. So, dann wieder Salz. Ebenfalls aufpassen, 5 Gramm drauf zu streuen. So. Und hier auch 5 Gramm. So. Für das Lachsfilet holen wir uns noch einen kleinen Teller. So. Und solange ich die Teller nicht kaputt mache, ist alles in Ordnung. Und dann stellen wir uns die ebenfalls hier drüben vorbereitet hin. So, dann Spargel 80 Gramm, okay. Dann holen wir uns mal noch einen Teller und nehmen da unten 80 Gramm Spargel raus. So, passt auf. 16, 32, 64, 80. So, richtig, jawohl. Machen das Ganze nochmal.
weil dann haben wir nachher nicht das Problem, dass wir zählen müssen. 64, 80, machen den Kühlschrank wieder schön sauber zu. 80 Gramm Spargel, so, passt auf. Dann holen wir uns von hier drüben noch schnell 4 Kartoffeln, weil die können wir nachher einfach so abgreifen, das ist egal. Stellen die ebenfalls schon mal hier drüben vorbereitet hin. Und somit haben wir den Spargel vorbereitet, das Lachsfilet vorbereitet, dieses Lachsfilet vorbereitet und die Forelle soweit vorbereitet. Was ich jetzt noch mache, weil ich habe immer noch, wie ihr seht, 5 Minuten 27 Zeit. Ich nehme mir hier einen Tiefenteller, stelle den hier hin. Ich nehme mir von hier oben einen Tiefenteller, stelle den hier hin. Hol mir hier drüben meinen Schöpflöffel und messe schon mal hier die Tomatensuppe. Einen Teller. Ah, Dreck. Gut, dann machen wir das Ganze eben nochmal. So, einen Teller Tomatensuppe und einen Teller Borscht. So. Okay. Dann stellen wir mal schnell die Tomatensuppe einmal kurz hier rüber. Stellen den Topf kurz hier rüber. So, holen uns am Waschbecken kurz den Schwamm ab und wischen hier mal geschwind sauber. Wenn man schon Sauerei macht, dann muss man sie auch aufputzen, gell? So, und es ist immer besser, wenn man sowas möglichst gleich macht. So, dann tun wir das hier wieder. Ejo. So, da rein. Wie viel Zeit haben wir noch? Passt. 4 Minuten knapp. Dann können wir uns hier den Topf wiederholen. Das heißt, wir brauchen nachher noch Tomatensuppe. So, das heißt, wir finden uns die Tomatensuppe auch noch schnell an. So, anpinnen. Gucken, was wir für die brauchen. Passt auf. 4 Minuten. Okay, da brauchen wir wieder die Hühnerbouillon und den Topf. So. War das 700 oder waren das 1 Liter? Das waren 700. Wie viel sind hier noch drin? 290. So. Für das eine, warte mal, die Hühnerbouillon, so, die kaufen wir. Für den Spargel brauchen wir auch noch Zitronensaft. Den nehmen wir auch gleich mit. So, stellen den hier oben hin, nehmen uns die Hühnerbouillon, machen hier 700 Milliliter rein. Damit zu viel. Macht nichts. Wir nehmen einen tiefen Teller, nehmen die 150er, nee, die 50er Schöpfkelle. Machen das raus. Wie viel sind es jetzt? Machen das raus. Wie viel sind es jetzt? Machen das raus. So, 39. Ja, komm, dann nehmen wir nochmal 50 raus. So. Und dann haben wir hier jetzt drin 189. Das heißt, wir gehen hier mit der Kette drüber und nehmen da 10 raus, machen die 10 hier wieder rein und dann haben wir 98, ja, wegen, warte mal, so, dann legen wir die Kette hier ab und jetzt kann man nämlich, wenn man jetzt E drückt, dann probiert er die Gerichte. Man seht ihr, da ist 100% Hühnerbouillon drin. Aber ihr seht auch, dass es jetzt nur noch 703 Milliliter sind. Wenn ich jetzt nochmal probiere, dann sind es nur noch 702. Wenn ich nochmal probiere, sind es 701. Und wenn ich jetzt nochmal probiere, dann habe ich genau 700. Und dann habe ich genau das, was ich möchte.
So, 700, 12 Gramm Salz. Jetzt wird es natürlich zeitlich ein bisschen doof. So, 10, 11, 12. Jetzt hat er einen Milliliter wieder irgendwie abgezogen, keine Ahnung. 12 Gramm schwarzen Pfeffer, aber der Milliliter, der wird hoffentlich nicht stören. 12 Gramm Salz. Vielleicht hat das Salz auch ein bisschen was weggezogen. Ich weiß es nicht. Cayenne-Pfefferpulver, 6 Gramm. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Ah, schon spiel arg am Rand, hä? So. Das waren dann, glaube ich, 8 Tomaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und eine Zwiebel, wenn ich das richtig im Kopf habe. 960, 120. 960, 120. So, dann sollen wir das Ganze, wie viel Zeit haben wir noch? Keine mehr, okay. Dann stellen wir das mal erst zur Seite und machen das später. Wir haben geöffnet. Gehe davon aus, dass bald Bestellungen eintreffen. Und da ist schon die erste und er will ein, und das sehen wir jetzt hier, er will eine gebackene Forelle. Also, dann nehmen wir unser Backblech, nehmen die Forelle hier raus, die fertige, machen die hier in den Backofen, nehmen uns hier schön den Wecker, stellen den ein auf 90, machen den an, schalten den Ofen ein. So. Dann will er noch die Kartoffeln. Gib sie mir her. Mit einem Liter Wasser. Und 20 Gramm Salz. So. Einmal, zweimal. So. Von hier hinten schnell eins, zwei Kartoffeln dazu. Das Ganze auf den Herd. Die Kartoffeln sollen, ach nee, gar nicht. Ja gut, dann sind die auch schon vorbereitet. Ist auch okay. Ist auch okay. Dann habe ich jetzt bloß keine Töpfe mehr. Gehen wir jetzt hier nochmal schnell gucken. Utensilien, großer Topf kaufen. Hier unten reinstellen. Utensilien, großer Topf kaufen, kein Geld. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig dann, aber gut, egal. Nicht vergessen, den Meerrettich da jetzt drauf zu machen. Nicht vergessen, nicht vergessen. So. Warte, ausschalten, aufmachen. Herd aus. So, dann holen wir uns von hier unten einen großen Teller. Machen die Forelle da drauf. Legen das hier kurz ab. Nehmen den Meerrettich. Den Meerrettich gehört da drauf. 5 Gramm. So, pass auf. 1 Gramm, 5 Gramm. So. 5 Gramm. Zack, zack. Und dann die 4 Zitronen und die drei Petersilien und dann hinauf zum Gast. Katsching. Und dann schauen wir mal, was er sagt. So. Und er hat. Oh, der Teller wurde nicht zurückgegeben. Okay. Gastbeschwerden gibt es keine. Okay. Warum wurde der Teller nicht zurückgegeben? Ah, weil ihr hier seht, der Teller kostet nichts. Die Teller hier, die kosten Credits. Dieser Teller kostet nichts. Okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt Lachsfilet mit Spargel. Okay, passt auf. Dann 1000 Milliliter Wasser. So. Mit 20 Gramm
Salz. So, wie ihr hier seht, die Öffnung ist noch groß, das heißt, da sind noch die 10 Gramm eingestellt. Einmal, zweimal. So. Und dann nehmen wir das Ganze mit und holen uns hier hinten schnell den Spargel ab. So, hinein damit. So. Und dann holen wir uns hier die Pfanne ab. Nehmen hier ein Lachsstück mit. Schwarzer Pfeffer, Salz. Ich hoffe, das ist richtig. Schwarzer Pfeffer, Salz. 60 Sekunden jede Seite. Okay. Und dann hole ich mir von hier drüben noch schnell den Wecker, weil ich dann hier einmal einstelle, 40 und 60 sind 100 Sekunden. Und dann machen wir das so. Und auf dem zweiten Wecker stelle ich mir nur die 60 Sekunden ein und mache das so. Genau. Und dann braucht er da sonst noch irgendwas dazu. 5 Milliliter Zitronensaft. Wo ist meine Fülle? Die ist hier. So, 5 Milliliter Zitronensaft soll dann nachher noch drauf. Gut. Legen wir schon mal dahin. Nehmen uns einen großen Teller. Stellen den hier hin. Stellen den Meerrettich wieder zurück. So. Leeren inzwischen mal das Brett aus, weil da war 1 Gramm Dill drauf, wie ihr wahrscheinlich gerade auch gesehen habt. Komm, ein bisschen weiter nach vorne. Ein bisschen noch. So. Da sind 2 Gramm Dill drauf. Wir schmeißen die weg. Legen das wieder hier hin. Gucken, wie weit unser Gedöns ist. So. Das heißt, der Lachs wäre fertig. So, wir stellen wieder 1 Minute ein. Und gehen her und wenden das Ganze. So, na, das war jetzt nichts. Das heißt, wir müssen das nochmal machen. So, jetzt liegt er auf derselben Seite, deswegen müssen wir es nochmal machen. So, jetzt wird's was. Perfekt. So. Der Spargel ist gleich fertig. Jawohl, den schalten wir ab. Den schalten wir ab. So, das stimmt natürlich jetzt nicht mehr, deswegen können wir den eigentlich auch abschalten. Das müssen wir dann schnell von Hand beobachten. Nein, derzeit können wir schnell. Ah, den Teller haben wir schon. Passt mal auf, wir legen mal das hier rüber. Wir legen mal die Suppe hier rüber. Die kann man nachher noch schön mixen. So, wir holen uns den Teller hier rüber. Wir holen uns die Pipette hier rüber. So. Gucken wir uns das Lachsfilet an. Jawohl, das ist gleich fertig. So. Oh. Und ihr seht, irgendwas stimmt jetzt mit dem Lachsfilet, weil das jetzt nicht richtig durchbrät. Und fragt mich nicht, warum es so ist. Ich weiß es nicht. Wir machen das nochmal und gucken, ob wir da. Ja, so funktioniert es nicht. So, pass mal auf und gucken, ob wir hier. So. Gucken wir mal nochmal. Nee, das will irgendwie auf der Seite nicht. Gucken wir mal, ob es auf der anderen Seite will. So. Willst du hier braten? Ja, hier willst du noch mal ein bisschen gebraten werden. Okay. So, also perfekt. Dann nehmen wir das Lachsfilet. Bespritzen das ein bisschen kurz mit unserer Hülle. So, lecker, irgendwie grün. So.
und hauen den Spargel da oben drauf. Gucken, dass wir nichts vergessen haben. Lachsfilet, Zitronensaft, Wasser, Spargel, Lalilu. Okay, und dann gehen wir das dem Gast servieren. Und gucken. Jawohl, 5 Sterne. Gastbeschwerden gibt's keine. Perfekt. So, und das bedeutet, wir nehmen die Pfanne, hängen die hier hin, weil die ist noch sauber. Ne, wir hängen die nicht hin. Wir holen uns hier hinten gleich 10 Milliliter Sonnenblumenöl. 5 und 10. Hauen die hier in die Pfanne. So. Dann sind hier 10 Milliliter Sonnenblumenöl drin. Dann nehmen wir dieses Lachsfilet. So. Machen das hier drauf. Nehmen diesen Topf. Kippen die Brühe. Ja, es ist ein bisschen weird, ein bisschen komisch. Man kann tatsächlich die Flüssigkeiten hier in den Mülleimer kippen. So, dann gucken wir hier Lachs. So, Sonnenblumenöl, 5 Gramm, lalala, 60 Sekunden, 120 Sekunden. Das heißt, wir nehmen hier wieder unsere tollen Eieruhren, stellen hier 2 Minuten ein für 120 Sekunden, aktivieren das und drücken hier auf OK. Stellen hier 1 Minute ein, aktivieren das und drücken auf Vollgas. Und dann schauen wir mal. Ob das diesmal mit den Wänden ein wenig besser klappt. Weil ja, das ist manchmal ein klein wenig tricky. So, ich gucke jetzt mal, ob ich noch einen, obwohl ich kaufe jetzt erstmal keinen Topf. So, dann gucke ich mal. Eigentlich sollte ich wieder Lachsfilets vorbereiten. Aber da schauen wir dann mal. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf die. Die Kartoffeln sind schön am Machen, das Lachsfilet ist am Durchdrehen. Also von daher. So. Jawohl. Dann schalten wir das Lachsfilet schnell aus. Schalten hier schnell den Wecker wieder aus. Warte mal, ne. Schalten den schnell wieder aus. Wenden hier. Ja, komm her. Wenden hier das Lachsfilet in altbekannter Weise. Zack. Ja, und wie ihr seht, wieder mal daneben. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Zack. So müsste es funktionieren. Und das heißt, wir gehen hier wieder auf 1 Minute und Vollgas. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, weil die Kartoffeln werden jetzt ein bisschen früher fertig wie der Lachs. Ja, wartet. Die 10 Sekunden wird der Gast wohl Zeit haben. So, die Kartoffeln sind jetzt fertig. Deswegen stellen wir den Wecker aus. So, in der Zeit rennen wir schnell hier rüber. Warte mal, was wollte der? Der wollte Tomatensuppe. Okay, dann nehmen wir hier die Tomatensuppe. Wir öffnen die Mikrowelle, stellen die Tomatensuppe rein, stellen hier auf höchste Stufe. So, stellen hier auf 30 Sekunden. Rennen zu unserem Lachs. Gucken, ob der fertig ist. So, der ist fertig. Schalten das aus, schalten das aus, schalten das aus. Gehen zu unserem Teller. Warte, wir nehmen wieder einen großen Teller. Nehmen den großen Teller. Nehmen den Lachs raus. Nehmen die Kartoffeln raus. So, braucht es noch irgendwelche Garnierungen? Lachs, Sonnenblumenöl. Lachs, Kartoffeln, lalala. Nein, braucht nichts. Also servieren wir das kurz. Einmal servieren mit Lachssteak. Und
Erneut eine 5-Sterne-Bewertung und wir kriegen hier Hütchen und wir kriegen hier Ruhm und wir kriegen Kochpunkte. Und Gastbeschwerden gibt es keine. Sehr schön. So, das heißt, wir haben noch die Tomatensuppe offen. Das heißt, wir nehmen uns die aus der Mikrowelle, stellen sie auf den Counter und geben sie ab. In Time, zack, zack. So, erneute Kochpunkte, Ruhmpunkte und wieder Hütchen. Und da das ein tiefer Teller war und ich dafür drei Credits ausgegeben habe, kriege ich die hier jetzt als Pfand wieder. Gastbeschwerden gibt es keine. Das ist okay. So. Wir haben keine weiteren Bestellungen offen im Moment. Doch eine Lachssteak und gekochte Kartoffeln. Das heißt, wir nehmen uns hier. Wow, jetzt wollt ihr es aber wissen, Freunde, gell? Das heißt, wir nehmen uns hier die Brühe. Wir nehmen uns hier wieder einen Liter Wasser raus. So, wir packen diese Mischung in den Müll. So, eins nach dem anderen. Passt auf, du zuerst. Also Lachssteak. Wir nehmen ein Lachssteak. So, wir nehmen noch ein Lachssteak. So. Wir würzen beide mit 5 Gramm Salz. Da müssen wir jetzt aufpassen, weil das ist offen, wie ihr gesehen habt. 5 Gramm Salz. 5 Gramm Salz. So. 5 Gramm schwarzer Pfeffer. Und 5 Gramm schwarzer Pfeffer. Nochmal ein kurzer Check. Jawohl. Jawohl. So. Dann 1000 Milliliter Wasser, 20 Gramm Salz, genau das war's. So, die tun wir hier rein, 20 Gramm Salz, einmal, zweimal. So, dann rennen wir hier hinten zu unseren vorbereiteten Spargeln, holen uns die alle ab. So, machen die hier drauf. Die Pfanne ist leer, deswegen nehmen wir hier das Lachsfilet mit, stellen es hier drauf, machen das an, machen das an, sagen hier 60 Sekunden, so, weil der Spargel, den kriegen wir auch so beobachtet. So, dann brauchen wir, ich brauche eine neue Pfanne, kann ich eine kaufen? Kann ich eine kaufen? Bildpfanne, nein. Pfanne, 125 Credits, ja, kaufen wir. Da machen wir nämlich dann schon mal die 10 Gramm, 10 Milliliter Sonnenblumenöl rein. So, füllen die hier in die Pfanne. Bereiten uns hier schon mal die 5 Gramm, 5 Milliliter Öl für den Lachs vor, den wir da auf der Pfanne schon haben. Holen uns hier einen großen Teller. Na, nicht so. So. Das Lachsfilet ist fertig. So, das heißt, das Lachsfilet will jetzt gewendet werden. Das machen wir wieder in alter Manier. Zack. Jawohl. Hängen das dahin, sagen hier wieder 60 Sekunden, machen das wieder an und beobachten jetzt ganz kurz unseren Spargel, bis der voll fertig wird. So, dann schalten wir den Spargel jetzt ab. So. Wir nehmen den Lachs mit dem Sonnenblumenöl, packen den schon mal hier rein. So. Dann will der noch gekochte Kartoffeln haben. Der Spargel ist fertig. Der Lachs ist auch gleich fertig. Ja, komm, ich riskier's nicht. Der hat ja noch
7 Minuten Zeit. So. Dann gucken wir uns das hier an. Puh. Rest in der Küche. Nicht den Ofen aufmachen. So, du aus. So, du hier drauf. Dann du einmal beträufeln mit 5 Milliliter Zitronensaft. Dann die Spargel. So, und dann wieder ab dafür. So, Lachs mit Spargel. Gucken. Und Lachs mit Spargel. Perfekt erledigt. Gastbeschwerden gibt es keine. Weg damit. So, das heißt, wir packen das Wasser wieder weg. So, dann, warte mal. Dann ist hier die Pfanne. Die können wir aufhängen kurz. Das wir eh schon in der Hand haben. So, Lachsfilet, schwarze Pfeffer, 60 Sekunden, okay. Dann brauchen wir wieder 1 Liter Wasser und 20 Gramm Salz. Das kriegen wir hierher. So, 1 Liter Wasser. Und 20 Gramm einmal, zweimal Salz. So, dann machen wir das Ganze hier wieder auf 60 Sekunden an. Shit. Warte. Was will der da dazu? Kartoffeln. Komm, die holen wir von da hinten geschwind ab. So, plunk, plunk. Jetzt habe ich natürlich nicht umgerührt. Mal gucken, ich hoffe, er mag es trotzdem. So. Normalerweise, wie ihr wisst, rühre ich immer noch mal gerne um. So, dich legen wir mal hier rüber. Dich legen wir mal hier rüber. So, dich holen wir raus und räumen dich auf. Bist du an? Nee. So. Oh oh, der Backofen ist am kaputt gehen. Da brauchen wir demnächst mal einen Reparaturmenschen. So. Oh, da ist das Lachsfilet nicht angeschaltet. Heieiei. Habe ich den Wecker nicht angeschaltet? Na, vergessen. Egal. Egal. So. Gibt es sonst noch irgendwelche Bestellungen hier gerade am Start? Nein. Gut. So. Das Lachsfilet ist gleich fertig. Somit wenden wir das. Gucken nochmal. Ja, es ist wirklich fertig. So, dann wenden wir das wieder in altbekannter Weise. Einmal so. So. Machen das wieder an. Machen das wieder an. Holen uns hier wieder einen großen kostenlosen Teller. So, gehört da noch irgendwas dazu? Wasser, Salz, Kartoffeln. Ne, da gehört nichts dazu. Okay. Ah, 3 Minuten. 3 Minuten. So, wie ihr seht, es wird annähernd gleichzeitig fertig. So. Lachsfilet. Brutzel, Brutzel, tralala. So, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Und aus. Und die Kartoffeln auch aus. Und dann Kartoffeln rausholen, Lachs rausholen und dann einmal, kann man das dann ein bisschen, komm, kipp um, jawohl, so sieht's doch schön aus.
Und jetzt. Die Zeit ist leider jetzt gelb, aber ich hoffe, ja, seht ihr, Geschmack, Umsetzungszeit, Gesamtpunktzahl. So. So, Gastbeschwerden, keine. Okay. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, wie ich sehe, was die perfekte Temperaturpunktzahl ist. Weil ich habe hier bei den täglichen Quests dieses Gericht mit der perfekten Temperaturpunktzahl, aber die ist noch nicht erfüllt und deswegen, aber ich habe hier Temperatur perfekt, deswegen weiß ich nicht, warum er die nicht aktiviert. Aber gut, vielleicht macht er das auch am Ende des Tages. Wir nehmen keine Bestellungen mehr entgegen. Mach fertig und beginne damit, die Küche zu putzen. Seht ihr, und wenn man gleich von vornherein hier schon mal ein bisschen sauberer arbeitet und gleich von vornherein Dinge putzt, dann hat man da weniger Sorgen. So, deswegen gehen wir jetzt auch gleich den Herd jetzt schon reparieren. Kann ich nicht? Warum kann ich das nicht? Doch, jetzt kann ich. So, pass auf. Repair, 13 Cent, jawohl. Du repairst mir bitte mal den Herd, weil der sieht irgendwie nicht so toll aus. So. Und dann können wir die Mischung entsorgen und haben dadurch hier wieder einen freien Topf. Dann können wir diese Pfanne, das ist der, da ist auch Mischung drin, die entsorgen wir auch und hängen uns die schön hier hin. So, da ist die Tomatensuppe, da ist alles okay. So, da ist noch ein Lachs und da sind noch Zitronen. So, genau. Dann können wir nämlich jetzt schon in der Reinigungsphase hergehen und schon mal die nächsten Gerichte vorbereiten. Das spart nämlich dann auch nochmal Zeit, indem wir hier wieder hergehen und die Zitrone zerteilen. Und einmal zerteilen und hier nochmal zerteilen. Dann nehmen wir uns hier hinten wieder den Zitronenteller, holen uns hier die Zitronen schön ab, nehmen uns hier die Petersilie raus, einmal, zweimal, dreimal, stellen uns das hier wieder hin. So, machen uns noch eine zweite Forelle fertig. So. Für die Forelle wollte er haben schwarzen Pfeffer, 5 Gramm. So, Thymian 5 Gramm und Dill 5 Gramm. Fall um, das ist okay. So, die 5 Gramm Pfeffer, Dill, Thymian. Pfeffer, Dill, Thymian. So, dann legen wir uns die auch wieder hier schön bereit. So, dann legen wir uns hier nochmal schön 5 Stangen Spargel bereit. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So, müsste passen, theoretisch. Jawohl, 80 Gramm. Das gleiche machen wir hier jetzt nochmal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Na, geh weg. So, was hatten wir hier? Hier nehmen wir uns nochmal 4 Kartoffeln raus. Ach, keine Zitrone. Na, egal, komm. Dann nehmen wir da eine Zitrone drauf. Komm, die legen wir hier hin. Holen uns hier 4 Kartoffeln raus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Stellen uns die hin. So, was können wir sonst noch brauchen? Die Forelle, die Zitrone. Den Spargel haben wir. Ah, die Lachsfilet, die zwei. Ja, okay, passt auf.
Dann nehmen wir uns hier wieder ein Tellerchen, holen uns hier wieder einmal, zweimal Lachsfilet raus, stellen uns die hier hin, nehmen die Zitrone, legen die mal hier drauf, egal. So, legen einmal das Lachsfilet hier drauf, legen einmal das Lachsfilet hier drauf und es braucht nur Salz und Pfeffer. So, das heißt einmal 5 Gramm Salz, nein, Pfeffer, okay, wie auch immer. Einmal 5 Gramm Pfeffer. So. Und dann einmal, und jetzt müssen wir aufpassen, weil wie ihr seht, ist die Öffnung komplett offen. Und dann müssen wir hier zurück auf 5 Gramm. Und wie ihr seht, jetzt hat sie ein paar Punkte. Und wenn ich jetzt nochmal hergehe und auf 1 Gramm stelle, dann hat sie weniger Punkte. Also Öffnungspunkte, also Löcher. Also ihr versteht, was ich meine. So, einmal 5 Gramm. So, dann nehmen wir uns den Teller, nehmen die gewürzten Lachssteaks auf den Teller. Somit ist es in Ordnung. Jetzt nehmen wir uns noch die Tomatensuppe vor und kochen die zu Ende. Und wir sind immer noch in der Reinigungsphase und ich habe schon jetzt tatsächlich die meisten Sachen vorbereitet. So, wir nehmen die Tomatensuppe, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Zwiebeln, 60 Sekunden kochen. Okay, passt auf. Einmal 60 Sekunden. Jawohl, let's go. Und dann 150 Milliliter, da sind nur noch 99 drin. Das ist ein bisschen blöd, deswegen gehen wir hierher, kaufen eine neue saure Sahne. So. Stellen die hier ab. Stellen die hier ab. So. Und dann. Das hat gerade gehangen. Ah, weil es geladen hat. Tag 4. Ruhm 106 von 70. Kochpunkte 36. Kochmützen 48. Bestellungen 6. Fertige Bestellungen 6. Ausgaben 433. Einnahmen 229. Trinkgeld 83, minus 121. Ah, unser Geschäft macht minus. Aber das lag, wie gesagt, daran, dass ich noch Töpfe und Pfannen und solche Sachen gekauft habe. Oh, ups. Nein! So, okay. Neue Perks verfügbar. Wähle einen Perk. Okay, dann machen wir das doch. So, Flaschen erstatten, Thermalsicht. Unzerbrechliche Teller. So. Und wie ihr hier auch seht, das ist auch wieder typisch deutsche Übersetzungen. Man hat es nicht geschafft, sich hier in diesem Rahmen aufzuhalten. Und das finde ich immer so ein bisschen traurig und schade, muss ich sagen. Füge eine Minute zu allen aktiven Bestellungen hinzu. Beginne jeden Tag mit 2 täglichen Quests statt einer. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob ich die von heute jetzt bestanden habe oder nicht. Aber, ja. Was nehmen wir denn? Nehmen wir denn? Komm, wir nehmen hier die Thermalsicht. Weil bei den Sachen bin ich mir jetzt wirklich nicht so ganz sicher, was da tatsächlich wirklich sinnvoll ist. Deswegen nehmen wir jetzt hier mal die Thermalsicht. Komm, Auswahl bestätigen. So, jetzt haben wir hier wieder 3 Fähigkeiten übrig. Und ich nehme wieder weiterhin meine Taktik, indem ich hier mir raussuche. Erweiterte Vorbereitungsphase, mehr Zeit für Gerichte haben wir auch komplett vollgeschaltet. Verlängerte Zeitüberschreitung. Zeitüberschreitung für Gerichte wird um 10% verlängert. Das heißt, die Zeitüberschreitung ist die Phase, die der Gast trotzdem wartet. So, wir nehmen
Die Reinigungsphase, Geschmackstoleranz, einfachere Events, Trinkgelder, Gewürze, Temperaturen. Also eigentlich wäre ich jetzt dafür, hier die Reinigungsphase zu erweitern. Aber die verlangte Zeitüberschreitung ist natürlich auch eine schöne Sache. Warte mal, wir könnten aber auch. Ja, passt mal auf, wir machen hier eins. Wir nehmen die verlängerte Zeitüberschreitung einmal. Wir nehmen das langsamere Anbrennen einmal. Wir nehmen das langsamere Abkühlen einmal. So. Das klingt nach einem guten Plan. Wähle ein Rezept. Was haben wir hier? Steak mit Pommes. Gerösteter Weihnachtsschinken, aha, okay. Süß-rauchiger Lachs. Wow, okay, was brauche ich dafür? Lachsfilet. Weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Salz, geräucherter Pfeffer. Träufeln in Limettensaft und Olivenöl. Ja, das klingt doch. Zitronen, ja, das heißt, das Einzige, was da dazukommt, ist der schwarze Pfeffer und der geräucherte Pfeffer. Da muss man dann halt aufpassen, weil auch das Gericht habe ich noch nie vorher gemacht. Wir gucken uns mal den Weihnachtsschinken an. Knoblauch getrocknet, Lorbeerblatt, Pimentpulver, schwarzer Pfeffer, Honig, Weißwein. Also klingen tut es ja geil. Also so, zum Essen als, ne? Würzen mit Gewürznelkenpulver schneiden Schinken in Stücke. Jede Portion besteht aus 300 Gramm. Aha, okay. Schneiden Orangenscheibe in Stücke. 30 Gramm Rosmarinzweige. Okay, was haben wir hier mit den Pommes? Steak, Salz, Pfeffer, 45 Sekunden. Kartoffel, Salz. Schneiden Kartoffel in Stücke. Frittieren. Also heißt auf Deutsch Pommes selber machen. Ne, dann nehmen wir hier den süßrauchigen Lachs. Ich glaube, der gefällt mir von all dem noch am besten. Du wirst für dieses Rezept ein paar neue Zutaten brauchen. Diese findest du im Laden oder in der Vorratskammer. Du hast genug Rezepte freigeschaltet, um Speisekartenanpassungen freizuschalten. So, er erklärt mir jetzt hier oben, wo ich alles finde, aber das haben wir ja während des Tutorials schon mehrfach erlebt. Standarderlebnis. Gäste werden alle von dir bereits freigeschalteten Gerichte bestellen. Gäste werden von dir, nur von dir ausgewählte Gerichte bestellen. Nö, wir haben gesagt, wir spielen auf Hardcore mit Stress, deswegen nehmen wir das Standarderlebnis. So. Okay. Die Tomatensuppe ist fertig. Die Tomaten sind komplett verbrannt. Das ist jetzt natürlich scheiße. Aber wir riskieren es trotzdem. Passt auf. Warte. Ich soll die mischen und dann saure Sahne dazu. Gut. Also, dann mischen wir die. Oh, heute kommt schon wieder ein Inspekteur. Okay. So. Dann hauen wir hier die saure Sahne dazu. Hauen die komplett da rein. So. Hauen hier noch 50 Milliliter dazu. Ganz vorsichtig, 9, 20, 30, 50. So, was noch? Nichts mehr. Okay. Dann gehen wir her und nehmen uns hier wieder unseren Schöpflöffel und nehmen die restlichen. Nein, das war falsch. Nehmen die restliche Tomatensuppe hier raus und tun die hier einfüllen. Tun, genau, tun, so, tun. Okay, da kommt nichts mehr. Das heißt, der Topf ist dann wieder frei.
Das heißt, wir nehmen ihn und räumen ihn schon mal weg. On the side. So, das heißt, wir holen uns von hier oben einen tiefen Teller. Ach so, ja, dann hätte ich die Schöpfkelle natürlich gleich hier behalten können. Ja, egal, laufen macht schlank oder so heißt es, ne? Wir nehmen eine Schöpfkelle, wir hauen das in den Teller. So. Tagesgericht russischer Borscht. Das sollte man da vielleicht dann doch nochmal ein bisschen was nachmachen. So, dann wäre jetzt die Frage, wie ging der? Passt auf. Russischer Borscht. Die Frage wäre, wie ging der? Wir pinnen uns den an. So. Gucken uns das an, wie der ging. Milliliter Hyrium, das sind 290. Die hauen wir da mal komplett rein. So. Dann haben wir hier noch 112 übrig. Die hauen wir hier komplett rein. Dann kaufen wir hier eine neue. So, einmal kaufen. 402, das heißt knapp 600. Um genau zu sein, 598. So, dann schauen wir mal. Hulala. Mit 60. Wie ihr seht, wenn man nicht schnell genug gießt, dann mixt das zusammen. Und wenn man dann unterschiedliche Flüssigkeiten da drin hat, dann sieht man nicht mehr, wie viel von dem, was man gerade dazu gießt, jetzt momentan da drin ist. Deswegen muss man das in einer gleichmäßigen Art und Weise hinzu gießen. So, Hühnerbouillon, 1 Liter, 20 Gramm Salz. So. Einmal, zweimal. Und das stellen wir hier wieder ab. Dann rote Beete. Das waren, glaube ich, 5 Stück oder sowas. Rote Beete. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So, stimmt es? 600 Gramm rote Beete. Genau. Eine Zwiebel, eine Karotte und eine Petersilie noch. Was liegt da unten? Die will ich, glaube ich, nicht. Eine Zwiebel, eine Petersilie und eine Karotte. So, die Zwiebel, die da unten auf dem Boden rumfährt, die ist, glaube ich, von der Tomatensuppe. Oh, wenn die aber nicht mit drin war, dann ist die Tomatensuppe vielleicht. Oh. Das könnte Probleme geben. Wenn die Zwiebel da nicht mit drin war. Egal. Gut. Passt mal auf, wir machen einfach eins. Wir machen einfach eins. Wir tricken ein bisschen, indem wir in die Tomatensuppe die Zwiebel noch reinwerfen. So. Die nochmal kurz aufkochen. Nicht aufkochen. So. Es geht, ob man die tricken kann. So, das wird dann spannend. Das habe ich so auch noch nicht gemacht. Muss ich gestehen. Dann nehmen wir hier wieder unseren treuen Mixer. Es kann jetzt natürlich sein, dass das jetzt ein Experiment ist. Es kann jetzt natürlich sein, dass das komplett schief geht.
Weil, wie gesagt, ich weiß es nicht. Warte mal, ich könnte mal probieren. Tomate, saure Sahne, Zwiebel, Salz, Pfeffer. Könnte passen. So, pass auf, dann nehmen wir hier den Topf, stellen den hier hin, nehmen hier nochmal, jawohl, das ist alles da. So, das heißt, die Mischung ist noch nicht ganz heiß. Das heißt, wir warten jetzt noch, bis die Mischung heiß wird. Falls. Dann gucken wir mal. Ja. Heiß servieren und fertig. So. Okay. Das heißt, wir nehmen hier wieder den Teller. Wir holen uns jetzt hier das ganze Gemüse wieder raus. Werfen das weg. Holen uns das hier raus. Holen uns das hier raus. Holen uns das hier raus, werfen das alles weg, stellen den Teller hier unten wieder hin. Hallo. So. Nehmen diesen Topf, stellen ihn hier hin, holen uns wieder unseren Schöpflöffel, löffeln hier jetzt erstmal die Suppe ohne Tomate, ohne Zwiebel. Das heißt, warte mal, wir könnten ja kurz tricken, indem wir hier mal kurz probieren, passt auf, jetzt gucken wir, Tomate, Hühnerbrühe, saure Sahne, Salz, Pfeffer, Zwiebel, na, da wäre Zwiebel drin gewesen, okay, vielleicht ist jetzt dann sogar zu viel Zwiebel drin, wer weiß das schon. Gucken wir, jetzt probieren wir hier nochmal einfach, Tomate, Hühnerbrühe, saure Sahne, Zwiebel, 5,5, ja, keine Ahnung. Also entweder ist es jetzt zu viel Zwiebel oder es ist zu wenig Zwiebel. Ich weiß es jetzt gerade nicht. So, und jetzt nehmen wir die Reste von dem russischen, nein, ukrainischen Borscht, Entschuldigung, hier raus, packen die hier rein. Und natürlich könnte ich jetzt hergehen und könnte niedriges Risiko fahren und könnte sagen, komm, wir machen einfach nochmal komplett neu Tomatensuppe, aber dann geht jetzt halt für einen Tag unsere Bewertung ein bisschen runter. Das ist mir jetzt dann auch, das ist doch ganz ehrlich, das wird schon nicht so schlimm. So, dann haben wir das alles fertig, haben das alles fertig. Dann entpinnen wir die beiden Dinge hier mal. Wir haben noch eine Minute Zeit für die Vorbereitungsphase. Wir hatten ja ein neues Gericht. Das heißt hier diesen süßrauchigen Lachs. Und den werden wir uns jetzt noch schnell anpinnen. Und werden den noch vorbereiten. So. Ein Lachsfilet. Da muss ich dann halt jetzt nur aufpassen, deswegen werde ich das nachher auf die andere Seite stellen. So, das süßrauchige Lachs, Lachsfilet, weißer Pfeffer. So, Gewürze, weißer Pfeffer, einmal kaufen. So, dann schwarzer Pfeffer, Salz, geräucherter Pfeffer. Geräucherter Pfeffer, einmal hier. So, dann brauchen wir noch Olivenöl und Limettensaft. Das haben wir beides noch nicht, nein. Also Flüssigkeiten, Limettensaft einmal kaufen. Stellen wir mal schön hier oben hin. Und dann noch das Olivenöl. Na, bist du angeklickt? Ey, wieso klickt der das? Ah, scheiße. Ich kann das Olivenöl nicht kaufen, weil ich kein Geld habe. Ah! Damit. Okay. Weißer Pfeffer 3 Gramm. Einmal, zweimal.
dreimal. Dann schwarzer Pfeffer 3 Gramm. Einmal, zweimal, dreimal. Dann geräucherter Pfeffer. 10 Gramm. Wow, okay. Erscheint mir ein bisschen viel, aber jo. So, dann wollte er noch Salz haben. Wie viel Salz? 5 Gramm. So. 5 Gramm und somit haben wir das schon mal soweit fertig. Da müssen wir nur noch dann gucken, dass wir an Olivenöl irgendwie kommen. So, jetzt mal kümmern wir uns schnell um die Bestellung. Wir brauchen 1 Liter Wasser. So, wir brauchen 20 Gramm Salz, richtig? 20 Gramm Salz, jawohl. Einmal, zweimal. Wir brauchen, ja, bleib liegen, ist egal. Wir brauchen 2 Kartoffeln. Einmal, zweimal. So. Dann brauchen wir eine Pfanne mit 10 Milliliter Sonnenblumenöl. So, einmal heraus, einmal hier wieder herein. Dann legen wir die wieder zurück. Holen uns hier drüben schnell das Lachsfilet. So, stellen uns hier wieder unsere treue Uhr auf 1 Minute ein. Machen die an, machen die an. Und hoffen, dass jetzt der Kunde nicht gleich den geräucherten Lachs bestellt, weil sonst sind wir nämlich gefüttert. Wobei, wenn wir Glück haben, dann kriegen wir hier ein bisschen Geld für den Lachs und können uns dann noch schnell das Olivenöl leisten. Und dann müsste es theoretisch passen. Hoffentlich. Vielleicht. Mal sehen. So, der braucht noch 18 Sekunden, der Lachs. Wir haben das hier mal im Blick. So, mach den aus. Dann halt die Kartoffeln auch schnell noch aus. So, dann wenden wir jetzt wieder den Lachs. Gucken und schwupps. Ja, perfekt. So, dann machen wir hier wieder 60 Sekunden und schalten beides wieder ein. Holen uns hier wieder einen Teller. So. So, stellen uns die saure Sahne mal hier oben hin. Rutschen mal die Bouillonstück rüber, weil und das Sonnenblumenöl auch, weil wir brauchen da ja gleich Platz. Wir stellen den Limettensaft noch mal ein bisschen weiter nach hinten, dass der nicht runterfällt. So, hier sieht alles gut aus soweit. So. Ja. Sieht alles soweit gut aus. Die Kartoffeln. Oh, die sind fertig, die müssen wir ausschalten. Das Lachsfilet ist fertig. So, du bist auch fertig. Dann holen wir uns hier die Kartoffeln raus. Und den Lachs. Und servieren das. Und schwuppdiwupp. Bam und bam. So. Wunderbar. Und wir kriegen 49 Credits.
Beschwerden hat er keine. Und von den 49 Credits kaufen wir jetzt schnell das Olivenöl. Nein, das. Doch, das Olivenöl kaufen. Der Kritiker will den ukrainischen Borscht. Ja, das ist super. Das gibt Punkte, weil den haben wir vorbereitet. Und der ist auch nicht so unsicher wie die Tomatensuppe, weil bei der bin ich mir wirklich nicht sicher, was mit der los ist. So. Dann gehen wir zurück und kümmern uns nochmal um den. So, Träufeln in Limettensaft und Olivenöl. Das heißt, wir gehen hierher, holen uns hier 5 Milliliter Olivenöl raus. Ja, shit. Moment, das. Das wird so nix. Ja, warte. Der Kritiker wartet, der Kritiker wartet. Ah! Ja, ne, ich vergesse ihn nicht. Hetz mich nicht. Boah! Der hat noch 8 Minuten 40 Zeit. Was stresst du mich denn so? Hey! So, und der Kritiker gibt mir die volle Punktzahl. Okay. Das heißt, ich krieg jetzt hier wieder eine neue Ruhmstufe und krieg irgendwo, ja, eine Trophäe auf den Boden geschmissen. Perfekt. Die stellen wir uns mal hier hin. So, war da gerade schon eine neue Bestellung, oder? Oh ja, Tomatensuppe. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Ist die Tomatensuppe gut oder ist sie es nicht? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, was jetzt tatsächlich mit der Zwiebel war. War die übrig? War die drin und ist nachher rausgefallen beim Entsorgen oder? Ich weiß es nicht. Das sehen wir dann jetzt in ungefähr 10 Sekunden. So, passt auf. Ich gehe mal davon aus, die ist nicht gut, aber schauen wir jetzt. Doch, oha. Ich habe die Zwiebel noch rein und das war gut so. Ha, juhu. Perfekt. Okay. So, kriege ich jetzt hier mal den Lachs fertig. Weißer Pfeffer, geräucherter Pfeffer, Limettensaft. Nee, kriege ich wohl nicht. Also gut, passt auf. Wir brauchen hier wieder. Wir nehmen das, schmeißen das weg, nehmen hier wieder einen Liter Wasser. So, machen da wieder 20 Gramm Salz rein. Einmal und zweimal. So, 20 Gramm Salz. Halt, warte mal, wer wollte den Lachs mit Spargel? 20 Gramm Salz, 80 Gramm Spargel. So, eigentlich, ob ich jetzt hier hinrenne oder zum Kühlschrank renne, ist irgendwie auch wurscht, ne? So, aber ich habe leider nicht so viel Töpfe, dass ich das alles in Töpfen vorbereiten könnte. So, 100 Sekunden, dann wieder das Lachsstück mit Pfeffer, 60 Sekunden. Träufeln in Zitronensaft. Okay, pass auf. Er will das Lachssteak. Er will das. Da ist Mischung drin, die will er nicht. So. So. Wir heben das nochmal schnell raus, damit es sauber in der Mitte liegt. Wir gehen hier wieder auf eine Minute. Schalten dich ein, schalten dich ein. Und dann will er das nachher geträufelt haben in Zitronensaft. So, aber jetzt erstmal 5 Milliliter Limette. Ach, schon wieder 10. Menno. So, pass auf. Umschalten. Das Formbraten träufeln oder? Träufeln in Limettensaft. 5. So, träufeln in Limettensaft.
einmal schwuppdi und dann noch träufeln in Olivenöl mit 5. So, dann haben wir nämlich das hier auch mal fertig. So, dann gehen wir hier wieder schnell zurück, gucken uns den Lachs mit Spargel an, holen noch schnell hier den Zitronensaft, schalten dich aus. So, warum ich das ausschalte, ganz einfach, weil es jetzt nicht weiter gart. So, dann wenden wir das Lachsfilet wieder in altbekannter Weise. Schubsi. Ah, nein! Boah, Glück gehabt. Weil die Sachen können auch tatsächlich kaputt gehen. Wir müssen mal nachher noch den Herd putzen. So, wir gehen her, machen hier einmal so. Machen das wieder an. Auf euch müssen wir jetzt aufpassen, dass ihr dich nicht verbrennt. Stellung russischer Borscht, ja gut, aber der kann jetzt kurz, die Minute hat er. Die Minute kann er warten, weil er hat hier 9 Minuten 35 Zeit. Deswegen wartet er jetzt kurz die Minute vollends, das ist mir dann egal. Weil der Borsch ist in 30 Sekunden erledigt. So, der Spargel ist durch. Das Lachsfilet. Ich hole mal schon mal einen Teller. So. Hier liegt einfach zu viel Scheiß dagegen. Ach ja, ich soll ja nicht schimpfen, hat's geheißen. Ach, so. Jetzt passt auf. Du braten, Tellergäbeln träufeln. So. Braten, träufeln. Ja, bleibt doch auf dem Teller liegen. So, dann den Spargel noch raus. Und halt, kommt da noch irgendeine Garnitur dazu? Nein. Es dampft, es brutzelt, es macht. Und wir schicken es raus. So, und wir kriegen dafür die volle Punktzahl. Beschwerden gibt es keine. Okay. Dann machen wir jetzt, wir holen hier einen tiefen Teller raus, stellen uns den hier hin. Wir holen uns hier den russischen, nein, ukrainischen immer noch. Mei, jedes Mal ukrainischen Borscht raus, da ich gesehen habe, dass wir gerade jetzt auch noch eine Bestellung für Tomatensuppe reinbekommen haben. Machen wir die auch gleich fertig. So, einmal 30 Sekunden. Einmal hier Suppenteller, einmal hier unsere leckere, schöne, wunderbare Tomatensuppe. So, die kommt dann als nächstes. Sobald hier der Borscht fertig ist. Ich weiß auch gar nicht, wie ich immer auf Russisch komme. Keine Ahnung. Fragt's mich nicht. Ich weiß es nicht. So, der Borscht ist fertig. Wir gehen hier auf Bestellung abgeben. So, kriegen hier wieder... Oh, wir kriegen nicht ganz die volle Punktzahl. Warum? Was will er? Gastbeschwerde? Nicht genug Pfeffer. Aber ihr habt's gesehen, es war der gleiche Teller. Es war exakt das gleiche. Ich habe nichts verändert. Und die anderen haben ihn gemocht. Also von daher... Ne? Aber ist okay, weil Geschmäcker sind ja wohl bekanntlich verschieden. Und deshalb, wow, hey, heute wollt ihr es wissen, oder wie? So, wir machen hier 30 Sekunden.
Was willst du? Forelle. Ja gut, die ist ja gleich erledigt. Das ist ja kein Problem. So, zack. Hier in den Ofen. Den Ofen an. Hier auf no, na, 90 Sekunden gestellt. Die Türe angemacht. Hier in 6 Sekunden die Tomatensuppe rausgeholt. Und wie ihr seht, ich bin erst bei Tag 5 und es ist jetzt schon so, dass man teilweise wirklich so ein bisschen, also wenn man manche Dinge nicht wirklich vorbereitet hätte, wie jetzt den Borscht oder die Tomatensuppe, dann müsste man jetzt hier richtig Vollgas geben. So, die Tomatensuppe ist immer noch gut. So, Gastbeschwerden gibt es keine. Wunderbar. Was macht meine Forelle? Die ist in einer Minute fertig. So, du willst jetzt hier den süßrauchigen Lachs. Okay. Okay, du willst den süßrauchigen Lachs. Machen wir dir. Wir nehmen das alles mal und stellen das mal schnell zur Seite, damit es keine Verwirrungen erzeugt. Wir nehmen hier den süßrauchigen Lachs in die Pfanne. Warte mal, will der da irgendwas dazu haben? Nee, der will das nur 60 Sekunden lang gegrillt haben. Gegrillt will er das haben. Gegrillt will er das haben. Okay. Gegrillt will er das haben. Na gut, dann. Das habe ich vorher gar nicht gesehen, dass der das gegrillt haben will. So, wir nehmen uns hier wieder einen schönen großen kostenlosen Teller raus. Wir holen uns hier die Forelle raus. Wir bestreuen die Forelle noch mit ein wenig Meerrettich. 5 Gramm. Zack, drauf. Holen uns hier jetzt die Zitronen raus. Holen uns die Petersilie raus. Und schicken das nach oben. So, die Forelle. So, die Forelle ist wunderbar. Gastbeschwerden gibt es keine. Wunderbar. So, dann will der das jetzt tatsächlich hier, weißer Pfeffer, Salz, geräucherter Pfeffer, Limettensaft, 60 Sekunden lang grillen. Okay. Du willst noch mal eine Runde russischen Borscht. Nein, ukrainisch kriegst immer noch. Heidenei. So, einmal und zweimal Schöpfkelle weg und ab in unseren Schnellgarer. Oh, das ist ein bisschen viel. Warte mal. Wir löschen das mal. So. 30 Sekunden Türe zu. Hier holen wir uns schon mal den Wender ab. Der sich jetzt mit dem Kochlöffel streitet, mit der Fettkelle streitet, so rum. So. Und ich weiß jetzt tatsächlich, da ich dieses Gericht auch noch nicht hatte, nicht, ob das jetzt wirklich der richtige Grill ist oder ob das da hinten hier dieses Gerät der richtige Grill ist oder ob ich das in einer Grillpfanne hätte machen müssen. Das sehen wir dann jetzt gleich. So, der Borscht, na, der ist auch, ah ja, der meckert wieder über den Pfeffer bestimmt. Ja, richtig. Aber ist nicht so tragisch. So, dann wälzen wir jetzt die Lachsfilets um. Hier ist hier.
Ne, geht hier nicht. Okay, gut, dann müssen wir die erweiterte Steuerung nehmen. Halt. Und drehen das. Ah, Scheiße. Oh, das ist jetzt gerade ein bisschen tricky. So, jetzt hat. Das machen wir erst nochmal hier schnell. Passt auf. Den Ukrainer fertig. Den ukrainischen Borscht. Der geht einpacken. So. Einmal. Und zweimal. So. Wieder 30 Sekunden. So, und jetzt hier wieder kurz die Uhr einstellen. Und dann den Grill nochmal anwerfen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ah, 3 Minuten. Das reicht uns. Ich hätte da hinten gerne Haken. So. Hier drunter wäre ein Haken noch ganz schön, oder hier drüber so ein bisschen. Aber gut, was nicht ist, das haben wir nicht. So, wir holen dich hier raus. Gucken, wie viel Zeit haben wir noch? Tag reicht genug. Grad genug. So, wir geben dich wieder ab. Und meckerst du auch wieder über zu wenig Pfeffer? Jawohl, du meckerst auch über zu wenig Pfeffer. Gut. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, da nochmal ein Gramm oder so reinzuballern. Aber ganz ehrlich, so tragisch ist es mir dann nicht. So, jetzt gucken wir uns das an. Passt auf, das ist gleich fertig. So, jetzt ist es fertig. Dann machen wir die Nervtöle hier aus und gucken uns an. Zitrone in Viertel und dann. Okay, passt auf. Ich weiß, ich habe da hinten noch, aber das ist ja die, die so komisch geschnitten ist. Und da das ein neues Gericht ist, will ich probieren, dass ich das so perfekt wie möglich hinbekomme. So, jetzt passt auf. Na, ungefähr. Ja, so sieht ja gut aus. So, wir nehmen einen Teller. Na komm, wir nehmen einen solchen Teller, weil das ist nur ein Lachsfilet und ein paar Zitronen. Das heißt, wir hauen die hier drauf. Er will dazu 6 Gramm frische Petersilienblätter. 2, 4, 6. Und dann will er den gegrillten, geräucherten Lachs da drauf haben. So. Und dann geben wir das Ganze ab. Und hoffen, dass es halbwegs okay war. Jawohl. Super. Wunderschön. Passt alles. Beschwerden gab es keine. Okay. Wir nehmen heute keine Bestellung mehr entgegen. Beende, was du angefangen hast und mach dich bereit für morgen. So, das heißt, wir putzen jetzt die Pfanne, kann man aufhängen, die ist fertig. So, den Teller lasse ich mal stehen für das Lachsfilet. Die Pfanne kann man auch aufhängen, die ist auch fertig und da ist auch keine Restbrühe oder Öl oder sonst was mehr drin. Die Pipette ist auch leer, die legen wir uns mit drüben wieder bereit. So, das Wasser kippen wir auch weg und stellen den Topf wieder schön hier unten hin. So, die bleibt stehen, du bleibst stehen. So, die, warte mal, die räumen wir mal auf. So,
Hier ist auch alles eigentlich ganz in Ordnung. Jawohl, wunderbar. Dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt noch schnell rüber wischen. Wischen hier mal kurz drüber. So. Wischen dann hier mal kurz drüber. Oh, das geht nicht weg. Okay, dann müssen wir den Herd wahrscheinlich auch demnächst wieder reparieren. Komm, das machen wir gleich. Ich dachte, das sei Dreck, aber das ist wahrscheinlich reparaturbedürftig. Das heißt, wir nehmen hier, weil wenn man das während dem laufenden Betrieb machen muss, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen Käse, würde ich jetzt sagen. Lass uns den reparieren. So. Und dann können wir uns hier wieder mit diesem Teller kurz zwei Lachse rausholen. Nehmen uns die. Ja, genau. Schmeiß es doch ganz da drüben mitten in die Ecke. Nehmen uns die so. Sagen hier wieder das normale. Ja, der ist fertig mit Reparieren. Das normale Lachs, 5 Gramm Salz, 5 Gramm Pfeffer. Okay, einmal 5 Gramm Salz und einmal 5 Gramm Pfeffer, beziehungsweise andersrum. Aber ja, so einmal Salz und einmal Pfeffer. Weil dann sind die beiden nämlich schon mal vorbereitet. Wasser, Salz, Kartoffeln. So, dann sind die beiden schon mal vorbereitet. Einmal, zweimal. So. Dann hauen wir hier noch die Zitrone in Stücke. Einmal, zweimal. Und ein, na, ein drittes Mal. Na, das ist ein bisschen ein bescheidenes Stück, aber gut. So, dann nehmen wir die, holen die ab. Und nehmen hier einmal, zweimal, dreimal Petersilie mit. So, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Wieder. Dann holen wir uns noch eine Forelle aus dem Schrank. So. Die Forelle machen wir 5 Gramm Salz, nein, 5 Gramm Pfeffer. 5 Gramm von diesem hier. Und 5 Gramm Thymian. So, jawohl. Nehmen uns hier schnell den Teller. Nehmen die Forelle mit. So. Den Teller brauchen wir nicht mehr, weil den Spargel bereite ich glaube nicht mehr vor. Das mache ich dann glaube ich on the go. So, dann die zwei. Mal, wir nehmen den Teller und räumen den auch weg. So, dann nehmen wir den Teller und räumen den auch weg, weil auch die Kartoffeln kann man, glaube ich, besser on the go rausholen. So, dann stellen wir das schön hier rüber. Jetzt ist die Frage, wie viel Tomatensuppe 1,3 und von dem Borscht haben wir auch noch 3 Portionen. Das heißt, auch da brauchen wir nichts vorbereiten. Das heißt, der Lachs ist vorbereitet, der Lachs ist vorbereitet. Genau, die Forelle ist vorbereitet. Dann bereiten wir jetzt nochmal den süßrauchigen Lachs vor. So. Für den nehmen wir einen eigenen Teller, aber den stellen wir hier drüben hin. So,
Passt auf. Und zwar einmal und zweimal. Und der geht weißer Pfeffer 3 Gramm. Weißer Pfeffer 3 Gramm. 1, 2, 3. Das mache ich jetzt wieder so. 1, 2, 3. Tag 5 vorbei. So, und wie ihr seht, ich habe hier zu wenig Ruhmpunkte, um die nächste Stufe zu erreichen. Ich habe 51 Kochpunkte, ich habe 74 Hütchen, ich habe 10 Bestellungen erledigt und ich habe 280 Credits plus gemacht. Das ist nochmal schön und ich habe die tägliche Quest erfüllt. So. Jawohl, und wir sind Stufe 6 und können uns... Ah, wegen 50 Punkten habe ich nicht Stufe 7 erreicht. Okay, gut. Wähle deine Fähigkeiten. So, deswegen kann ich jetzt nur Fähigkeiten wählen und keine Perks, weil ich keinen Stufenaufstieg generiert habe. Und das bedeutet, wir nehmen hier wieder... Halt. Wo warst du? Hier nehmen wir... Einmal, denn hier nehmen wir, ach so, kann ich nicht, gut, dann war's das erstmal und wir sparen uns den Rest zusammen. Jetzt darf ich nochmal wieder ein Rezept aussuchen. Junge, Junge, lauter Sachen, die ich noch gar nie hatte. Gebackener Kabeljau, schnelle Caldo Verde, was auch immer. Gegrilltes T-Bone Steak und gebackene rote Kartoffeln. Klingt lecker. Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Das ist jetzt nicht so einfach, nicht so schwierig. 70 Sekunden. Nimm rote Kartoffel, würze sie mit Salz. Ja, das ist wieder so eine, ja. Okay. Weil diese Stücke, da meckern sie sehr, sehr gerne. Hühnerbouillon, Olivenöl, Kartoffel, Zwiebel. Schneiden Rosenkohl in Hälften. Schneiden Wurst in Stücke. Okay. Kabeljau. Würzen mit Salz, Pfeffer, Paprika, Kümmel. 35 Sekunden. Träufeln in Kabeljau, Backblech, Zitrone in Viertel. Ich glaube, wir nehmen den Kabeljau. Wie ihr hier drüben seht, 46 Credits, 7, 13 Punkte und 7 Hütchen. 42 Credits, 25 Punkte und 12 Hütchen. Und hier sind es 45 Credits, 18 Punkte und 10 Hütchen. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem für den Anfang mal den Kabeljau. So, Tag 6. Und mit dem Beginn von Tag 6 endet auch hier dieses Video. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Mir auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch eine schöne Zeit. Habt Spaß. Lasst es euch gut gehen. Und auf Wiedersehen.